So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir wieder in den Shop reingehen, natürlich muss ich mich wieder bei zwei Menschen bedanken, beziehungsweise insgesamt bei drei. Also erstmal müssen wir zwei neue Mitglieder begrüßen, bei uns in der Familie, nämlich einmal Dummkeit. Er hat sich aber umbenannt, er hieß selbst gestern definitiv noch anders, aber ich kann nur den Namen lesen, deshalb kann ich, hoffe ich mal, dass du auch den Namen behalten willst. Dann den lieben VJUN-YT. Das ist der Sohn von Taya. Also danke dir, Taya, dass du jetzt für dich selber und deinen Sohn die Mitgliedschaft geholt hast. Also Gruß geht auf jeden Fall auch daraus für den heftigen Support. So, dann gehen wir natürlich jetzt mal rein in den Itemshop. Mal gucken, was uns heute erwartet. Hey, wie sieht das denn hier aus? Hä? Was das denn? Gott, ey, das ist ein Riesen. Oh je, also fangen wir ganz vorne an. Was haben wir da? Einmal die Geisel. Die kleine Hexe. Ich mag sie nicht. Nee. Die Schnauze. Jei. Ist halt die weibliche Variante vom Ra, aber mir gefällt die echt absolut gar nicht. Aber ich frage mich gerade echt, was wir für einen Riesen-Shop haben. So, dann aber das passende Rückenaccessoire. Ja, wie gesagt, mein Geschmack ist es nicht. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Dann die männliche Variante. Ach nein, das ist die weibliche Variante von der Pest. Stimmt, es gibt ja noch den Skin. Eieiei, früher Morgen, noch überhaupt nicht wach. Dann natürlich das passende Rückenaccessoire mit dem langen Umhang. Aber die zwei Skins, naja, aber man sieht sie auch nicht im Spiel. Also da muss ich echt sagen. Die sieht man schon öfters. Die Pickaxe ist definitiv beliebter. Beliebter als die Skins. Das schon mal zu 100%. So, dann haben wir noch Lampenlicht. Schöne OG-Kleider. Ich spiele jetzt hier auch wieder mit dem Gründerkleider. Ich feiere die einfach. So, einmal nochmal aufklappen. So, dann sind wir hier schon mal weiter. Und dann haben wir die Schädeline dabei. Ja. Hat mir damals schon nicht so wirklich gefallen und gefällt mir auch jetzt nicht so wirklich. Ich weiß nicht, frage mich halt, was der ganze Skin an sich darstellen soll. Ich kann irgendwie überhaupt nichts mit dem anfangen. Die Herausforderungen sind wieder ganz simpel. Ist wahrscheinlich nur, um die Tarnung freizuschalten. Wie man sieht, die ist noch nicht freigeschaltet. Das ist die einzigste Aufgabe. Also sie bekommen nicht irgendwelche großen Aufgaben, sondern irgendwas, was wahrscheinlich eh schon da war. So, dazu noch die passende Pickaxe. Und die ist aber okay. So, dann, warte mal, war hier nicht noch mehr? Ne, Skin, nicht, dass ich wieder was vergesse wie gestern. So, dann haben wir den Partyprügler wieder dabei. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich an dem Skin halten soll. Ist halt so eine Mischung aus allem, keine Ahnung. Vom Beliebtheitsgrad kann ich sagen, man sieht ihn definitiv nicht oft. Also, das ist eine Seltenheit auf dem Feld. Also, gefühlt habe ich ihn noch nie gesehen. So, wie gesagt, in drei verschiedenen Varianten. Dann noch ein Schild. Ja, das Schild kann man noch gebrauchen. Zwar eigentlich auch nur für die Art von Skins, aber geht eigentlich noch auf jeden Fall klar. So, dann geht's weiter. Natürlich die Pickaxe dazu. Ja, schönes Pony, schöne Haare. Kannst ja mal streicheln. Danach hast du Hände gehabt. So, dann haben wir die liebe Fria. Ne, Fryer. Ist ja wie bei Dings, wie bei Game of Thrones. Ja. Sag mal ganz ehrlich, für 1500 V-Bucks ist okay. Hätten aber auch 1200 sein können, bin ich ehrlich. Aber so an sich, nice der Skin. Doch, der ist okay. Dann haben wir den Straßenstürmer. Ja, der gefällt mir sowieso, der Skin. Der ist einfach fresh. Fresh, modern. So sieht ein Jugendlicher aus, der heute im Winter rumläuft. Ganz einfach. So, was haben wir noch? Das Papierflugzeug. Papierflugzeug. Ganz ehrlich, auch noch nie einen mitgesehen. Ne, definitiv nicht. Dann am Wassergebot.
Ich glaube, gefühlt hat jeder dieses Emote. Jeder. Nicht, nicht. Dann haben wir die Krabbe. Und der Graffiti-Roller. Sie hatten wie so einen Elektro-Kurzschluss. So, denkt aber dran, wenn ihr euch irgendwas im Shop gönnt, vergesst nicht gerne bitte meinen Creator-Code einzusagen. Einmal YT-FamilyHack. Gruß geht schon mal da auf jeden Fall raus. So, besondere Angebote. Da bin ich mal gespannt. Vor allem warum? Ach, das ist nur wegen dem China-Japan-Gedöns. Jetzt verstehe ich. Ja. Also einmal Shifu. Ganz ehrlich, für 1200 eigentlich ein Top-Skin. Auf jeden Fall, also für 1200 sehe ich jetzt ja sogar drüber nachgedacht. Doch, für 1200 definitiv. So, die Schneide des Weisen. Also hier aber nichts Besonderes. So, dann haben wir, oh Gott, jetzt wieder ein Riesenpaket. Einmal die T-Cresser, aber wie kennen wir das ja schon. Also sie lassen jetzt die neuen Skins doch relativ lang drin. Dann natürlich noch Flink zum dritten Mal jetzt. Wo ich immer noch sage, na, so Mischmasch, mich mit dem Skin weiß ich nicht. Ich habe mir immer noch nicht gekauft. So, dann haben wir die Tigerkrallen. Die Glücksäxte. Und Stahlraster. Da haben wir natürlich die leckere Tarnung. Erstmal danke nochmal. Gruß geht da definitiv raus. Ihr wisst ja, ihr könnt mich gerne unterstützen, solange ihr mit mir befreundet seid. Aber denkt dran, immer wieder wird die Freundesliste aufgeräumt, also beeilt euch. So, heißt die andere. Ah, ihr seht es jetzt erst. Ich habe sie mir gestern gekauft. Weil die klingen, mir gefallen die einfach so gut. Und ich den eher den goldenen Skin da haben will. Aber ich mir gedacht, nein, du musst auf jeden Fall diese Klingen haben. Also auf jeden Fall, ich kann sie wirklich nur empfehlen. Und ich hatte halt Angst, dass sie heute nicht mehr im Shop sind, deshalb muss ich sie mir leider schon gönnen. So, dann haben wir die Jade-Raserin drin. Aber ich sag ganz ehrlich, desto länger ich sie sehe, desto mehr gewöhne ich mich an den Skin. Also und den gibt es natürlich in zwei verschiedenen Varianten. Also auf jeden Fall nice. Dann der Rauchdrache. Das haben wir jetzt gestern ein paar Mal gesehen. Also ist auf jeden Fall nice. Um Gottes Willen. Wie man natürlich spielen will, muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber beide Farben sind auf jeden Fall fresh. So, da gibt es auch noch verschiedene Stile. Also einmal blau, einmal rot. Und dann gehen wir mal wieder weiter. Und dann Drachen. Drachen Odem. Wie gesagt, hatten halt gestern schon drin. Dann, ja, diesmal habe ich sie dabei. Die Phantomflamme. Gerade mal die Skins durchgehen. Ah, ist okay, sag ich jetzt mal. Nichts Besonderes in dem Sinne irgendwie. Ist halt wieder so ein Geschmackssache. Ist nicht schlecht, sagen wir mal so. So, die Klingen haben wir. Dann die Zerstörungswelle. Dann der liebe Jan. Auch natürlich in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in blau, einmal in gelb. So, dann waren wir da. Ich sage, heute ist hier der Shop wieder zu groß teilweise, ey. Dann haben wir noch die zwei Emotes. Oha. Schattentraining, auf jeden Fall nicht schlecht. Und natürlich Shaolin Setup, altbekannt. So, dann war das jetzt erstmal alles im normalen Shop. Also ihr seht, der ist riesig diesmal. Was haben wir denn hier besondere Angebote? Ah, da ist das, okay. Und wie gesagt, kurze Info nur, YT-FamilyHack. Und wenn ihr jetzt genug von dem Shop gesehen habt, dann würde ich sagen, haut erstmal rein. Wir gehen auf jeden Fall nochmal ganz schnell rüber zu Rette die Welt.
kurz gucken, was da so Neues passiert ist. Und dann sage ich natürlich auf jeden Fall schon mal Dankeschön für jeden, der jetzt noch dabei ist. Gruß geht da definitiv raus. Und ich weiß, dass auf jeden Fall die Vivax-Seite sich irgendwie schwer geändert hat. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts Falsches sage, mache. Also ich glaube, es gibt heute schon mal keine Vivax-Aufgabe. Aber ich muss da echt nochmal nachgucken, wenn ich zu Hause bin. Aber ich würde sagen, heute gibt es keine. Hundertprozentig sicher bin ich mir überhaupt nicht. So, wir gehen gerade rüber. Weil wie gesagt, die Seite, wo ich gucke, die haben total umgebaut. Aber da wir jetzt schon so lange drin sind, wir gehen nur kurz auf den Lama-Shop ein. Zack. Und denkt dran, guckt zwischendurch nach, ob die Lama sich eventuell kostenlos abkaufen lassen. Weil ich immer wieder, ich mache Shop-Video, ein paar Stunden später sind die umsonst. So, dann haben wir einfach Nahkampf-Lama und Upgrade-Lama. So, hier. Ja, komm. Den wird wahrscheinlich eh nichts Besonderes drin sein. Komm, ein bisschen jammern, ist eh nichts Besonderes drin. Aha, schon gesagt. Kupferdrachenschwert. Braucht man, lebenswichtig. So, hier hat sich halt auch nichts getan. Ihr seht, ich habe gestern doch nichts mehr groß gespielt. Ich habe ein bisschen Gruften gespielt, aber irgendwie da eine vernünftige Gruppe zu finden, ist ja auch eine Katastrophe. So, dann machen wir gerade die zwei Lamas da noch auf. Ja, jetzt habe ich schon Bodengefrierer. Oh, schmeckt. Man holt immer gerne Überlebende mit. Okay, man kennt es ja. Also Überlebende kriege, habe ich echt zurzeit nur Glück. So Leute, mehr habe ich halt wie gesagt. Ich muss gucken, was die V-Bucks-Aufgaben betrifft. Aber ich gucke nachher nochmal alles durch, wenn ich zu Hause bin. Aber Stand jetzt würde ich behaupten, es ist keine da. Wenn irgendeiner was gefunden hat, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.